Herzlich willkommen zu Assassin's Creed Valhalla. Wir sind zurück bei Eivor auf der Nebelinsel und ihr seht es da links oben im Bild. Wir müssen derzeit Scherben sammeln, damit wir an ein bestimmtes Artefakt bekommen. 3 von 5 haben wir schon gesammelt. Wir haben auch schon auf der Nebelinsel hier, Insel des Nebels, mehr oder weniger fast alles andere gesammelt. Rätsel, Artefakte, Reichtümer, fehlt uns auch nur noch ein einziges. Auf dieser etwas größeren Insel, da waren wir auch noch gar nicht. Dafür ist auch die letzte Scherbe. Und jetzt gerade am Ende der letzten Folge stehen wir vor einem Problem. Wir wollten uns die Scherbe aus diesem, ich sag mal, Obelisk, aus dieser Tafel nehmen. Aber sie war nicht da. Dafür haben wir aber eine Frau getroffen. Und die wird mit Sicherheit was dazu tun haben. Und was sie von uns will, das werden wir jetzt mal herausfinden. Ja, und vorher natürlich nochmal eine Mahlzeit verschwendet. Richtig so. Ja, wärest du so lieb und würdest in den Feenteich warten, damit ich dich den Feen opfern kann? Ich soll mich von dir töten lassen? Seit die Albträume begannen, höre ich das Flüstern der Feen. Sie versprechen mir Macht, wenn ich Opfer für sie finde. Als Lohn für meine Mühen führten sie mich sogar zu einem ihrer Schätze, einer wunderschönen Scherbe. Also bitte, steig in den Teich. Na toll. Oh ja, wir überzeugen sie. Guck mal, diese Scherbe vergiftet deinen Verstand. Abkaufen wäre langweilig. Zwing mich dazu, wir wollen sie auch nicht bekämpfen. Komm, die ist völlig. Die ist auch so verrückt geworden von diesem ganzen Gedöns hier. Wir versuchen sie zu überreden. Feen sind gerissen. Bist du sicher, dass dir diese Scherbe nicht den Verstand vernebelt? Ich fühle mich in letzter Zeit nicht mehr ganz wie ich selbst. Du könntest recht haben. Bring diese Scherbe weit weg von mir, bitte! Ja, siehst du, guck mal. War doch gar kein Problem. Haben wir doch schnell hinbekommen. Ja, den Wolf, der ist uns auch egal. Das hätte sonst nur Ärger gegeben. So haben wir das ganz, ganz friedlich und entspannt gelöst. Es ist die Frage, ob wir hier nochmal lang gehen. Da ist eine Bruderhöhle. Da müssen wir auch hin. Aber ich tippe mal, wir kommen nur vom Hafen dahin. Nehmen unser Boot und dann gehen wir zur Einöde von Eirinis. Und dann gehen wir hier runter, ne? Ja, machen wir so. Eine Scherbe brauchen wir noch. Das schaffen wir. Und dann wieder zurück zur Goldhöhle. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Cassandra da nicht auf einmal wartet und sagt so, ach Mensch, jetzt hast du ja die Scherben. Jetzt lass uns mal gucken, was da so ist. Mit Sicherheit. So, ab aufs Boot. Verschwinden wir von hier. Genau, verschwinden wir von hier, damit wir direkt auf eine andere Insel kommen. Wo müssen wir denn an Kurs halten? Da müssen wir Kurs halten, das wäre super. Segel hoch! Segel! Also das mit dem Segel haben sie schon cool gemacht, ne? Also dass das so im Wind dich dann bewegt, also dass es auf den Wind ausgerichtet ist, klar, muss man wahrscheinlich heutzutage auch alles so machen, aber... Oh, wir können wieder plündern. Endlich wieder in Ordnung plündern können. Sehr schön. Heute lernen wir die Abend. Ja, Keck, dann dir auch noch einen schönen Abend. Wie gesagt, gute Besserung und danke, danke. Freut mich, dass du hier Spaß hast. Ich seh nix. Ja. Der mit seinem Bauch. Gut, nehmen wir den auf. Also
diese großen Riesen sind immer ein bisschen anstrengend. Okay, der ist auch nicht ohne da. Oh nein, 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 Feuer! Wo kommt der denn jetzt her? Wo kommt jetzt der Feuertyp her? Na, hier gibt es zum Beispiel Vorräte, ne? Das ist immer auch was anderes. Gibt es noch kleinere Schätze? Da gibt es noch einen kleineren Schatz, den holen wir uns auch noch. Der ist wahrscheinlich irgendwo hier, ne? Ja, dieses Feuer ist ungenau, hä? Der ist nicht da, der ist da irgendwo, hä? Wo soll denn der sein? Drin ist der hier. Oder da drunter. Ach, da oben. Ja, guten Morgen. Natürlich ist er oben drauf. Vorräte. Ja, sehr gut. Okay, dann ab nach Hause. War schön bei dir euch. Wir haben alles, was wir wollen. Wir fahren mit dem Boot, oder? Halt, da ist noch ein Opal. Da ist noch ein Opal. Was leuchtet da noch? Oder ist das nur das Schild? Ach, das ist das Schild mit den Pfeilen. Och Mann. Tut mir leid. Ivo braucht eine Brille. Wir haben mit den Opalen eigentlich noch nie was gemacht, ne? Davon abgesehen. Was ist das? Ein militärisches Lager? Jetzt segelt er! Segelt! Vor allem, man könnte mal hier raus manövrieren hier. Ja, schießt ein paar Pfeile. Ja, ja, raus hier. Und dann ab. Segel! Segel! Ihr dürft schon das Segel setzen. Segel hoch! Segel! Ja, mal schauen, ob das auch ein Lager ist da unten, die Höhle, oder ob das auch ein Ort ist einfach. Sieht erstmal nur nach einer Hütte aus da. Vielleicht dürfen wir hier auch anlanden oder sowas. Kann ja auch sein. Hier ist ein Schlüssel. Aber das war doch bestimmt hier ein Anlandpunkt, oder nicht? Der steht da. Naja, egal. Wir gucken mal, dass wir hier rankommen. Wir machen spät. Wie gut ich auch eingepackt habe. Das sieht aber echt einigermaßen freundlich aus eigentlich hier. Es gibt zumindest ein paar Reichtümer da und hinter uns. Also die beiden, ja. Anscheinend hier in dem Haus. So ein ähnliches Haus kennen wir schon mal. Wir müssen da, glaube ich, dann... und dann irgendwo schießen. Wahrscheinlich von hier, oder? Oder
von dem Stein. Das kann natürlich auch sein. Vom Stein. So, jetzt brauchen wir nur noch eine Tür. Weil die ist es nicht, ne? Auf der anderen Seite. Das sieht gut aus. Na, wunderbar. Hey, 3 Opale, das ist ja Wahnsinn. Ja, wir brauchen erst nicht. Wir brauchen erst einen Truhenschlüssel. Okay. Dann holen wir uns mal einen Schlüssel. Der war doch hier auch irgendwo. Rechteckiger Stein, Opal und achso, Schlüssel aufnehmen, wäre ganz gut. Wir müssen uns die Schatzhortkarte tatsächlich auch nochmal anschauen. Ich befürchte nämlich, dass wir hier auch noch einen coolen Schatz bekommen, wenn wir hier noch ein bisschen weiter rumsuchen. So, nochmal Stoff. Also seht ihr, das lohnt sich schon. Der Goldstein hat dich verwundet. Er hat dich getötet, nicht ich. Ich könnte das gar nicht. Ich muss die Scham verbergen und deine Leiche. Tief unter der Erde. Meine Seele wird in den Tiefen des Waldes verschwinden. Ja, das scheint doch schon wieder nach dieser Scherbe zu klingen. Achso, jetzt auch reingekriegt? Konnt? Ja, wir haben es wieder zugemacht. Okay, dann haben wir, glaube ich, noch mal einen kleinen Schatz da. Und... ja, guck mal, noch mal Vorräte, sehr schön. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt da in diese Höhle kommen. Da geht's rein. Verleiht mir Kraft. Ach nee, Schlangen. Und das Ding fehlt natürlich auch wieder. Klar, logisch. Da ist es natürlich nicht da. Wir können was lesen. Brief, der in der Nähe des Sockels gefunden wurde. Wenn du dies liest, ist es zu spät. Ich habe mich längst mit meinem Bruder und dem Goldstück nach dem alle Suchen aus dem Staub gemacht. Vermutlich haben wir bereits im Dorf verkauft und schwelgen nun in unserem neu gewonnenen Reichtum. Mehr Glück beim nächsten Mal. Ich sollte mich umsehen. Ja, witzig. Da ist auf jeden Fall noch ein paar. Dann sehen wir uns um. Hier sind Fußspuren oder was? Die haben wir vorhin nicht gesehen. Hallo. Danke. Ah ja, guck mal, wir können hier... wir haben hier Fußspuren. Ach, richtig schwere Fußspuren, also wie so ein Wagen. Einen Schritt näher. Hey, ist es doch wieder da drin? Achso, doch, das war so und dann. Aber wir waren doch schon mal hier drin. Also nochmal auf das Ganze. Oh, wir haben erst den Brief gelesen. Ach, wie doof. Ich muss die Scham tief unter der Erde. Mist. Ja, das haben wir doch schon. Fußspuren. Jemand hatte es eilig. Na dann.
folgen wir mal den Fußspuren. Oh, da ist was. Oh nein. Das ist auch hier ein Kampf, oder? Alter, ist Bär. Okay, den können wir wahrscheinlich nicht... Den müssen wir wahrscheinlich nehmen. Noch einer. Och nö. Krass, ey, das hat richtig was gebracht auf die Hinterfuß. Ich hab gesehen, die gesamte Verteidigungsgeschichte war weg. Der gesamte gelbe Balken mit dem einen Schlag. Also mit dem einen Pfeil. So, ja, da haben wir es doch. Was ist jetzt hier? Soll das nicht jetzt eigentlich unser... Tief unter der Erde, ja, ist die Frage wo, hä? Oder geht's noch weiter hier? Achso, es geht vielleicht sogar noch weiter, ne? Vielleicht war das auch gar nicht der Kampf hier. Na, gehen wir mal hier hoch. Geht jetzt noch bis sonst wohin. Okay, das kann es auch nicht sein. Das muss doch irgendwo hier sein, oder nicht? Der schickt uns jetzt auch wieder ins Dorf zurück. Hä? Nee. Wir sollten in den Fußspuren folgen. So nicht. Genau. Erkundungsgebiet. Ich wollte gerade sagen, wir sind nämlich hier im Erkundungsgebiet. Ach so. Vielleicht oben auf dem Turm. Das, aha. Oh, was ist hier denn passiert? Ja, so hätten wir wahrscheinlich die Bären auch etwas entspannter besiegen können. Ich will erst den Brief lesen. Brief, der bei einem toten Mann gefunden wurde. Weißt du noch, als wir jung waren? Du warst stark wie ein Bär. Ich war schwach wie ein Reh. Ich wünschte, wir könnten wieder jung sein. Und wenn auch nur, weil du da noch gelebt hast. Vielleicht wird dein nächster Pfad nicht von mir verkürzt. Ja, das sieht hier ziemlich blutig aus, die Sache. Es waren alle Scherben. Zeit, den Tempel zu öffnen und diesen Albträumen ein Ende zu setzen. Und Cassandra dachte wirklich, ich bräuchte ihre Hilfe. Ich glaube, wir werden auch ihre Hilfe gebrauchen. Ich glaube, wir sind ein bisschen überheblich. So. Okay, neue Fertigkeitenpunkte. Lass uns mal schnell schauen, was wir da nehmen. Ich weiß es wirklich nicht, ne? Ich bin da langsam echt ein bisschen raus. Wir müssen mal gucken, was wir hier noch haben in dem roten Bereich. Wir haben auch noch so viele Sachen offen. Einhändige Verteidigung ist doof. Iduns Herz fand ich auch nicht so cool. Schildmeister, Eivor wächst bei Ginnisch Angriff automatisch zur Abwehrhaltung mit erhobenem Schild. Das könnte interessant sein. Kampfbereit. Starte jeden Kampf mit einem gefüllten Adrenalinfeld. Ist natürlich auch cool, wenn wir wirklich mal keins haben sollten. Nehmen wir die beiden einfach, oder? Kampfbereit.
Und Schildmeister. Ivor wechselt bei gegnerischen Angriffen automatisch zur Abwehrhaltung bei erhobenem Schild. Vielleicht das mal. Das würde mich mal interessieren, obwohl... Ja, manchmal würde mich das vielleicht auch stören, ne? Vielleicht ist das auch nicht so toll. Wir hatten hier das noch mit dieser Angriffsunterbrechung, ne? Du ignorierst Schlagunterbrechungen, während du eine Folge gewöhnlicher Nahkampfangriffe ausführst. Dieser Effekt lädt sich nach einigen Sekunden wieder auf. Und wir kriegen ja dann auch mal ein bisschen mehr Adrenalin dadurch. Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht gar nicht so verkehrt ist, wenn wir das machen würden. Was bekommen wir denn auf dem Weg dahin? Widerstand schwer. Gesundheit. Kritischer Treffer. Großschwert und Kurzschwert, falls wir doch immer mal mit einem Schwert kämpfen wollen. Nochmal ein bisschen schwerer Schaden und dann eben diese kalte Wut. Das ist okay. Und dann wären wir hier oben auch erstmal durch bei den Sachen, die ich erstmal spannend finde, ne? Langschiff Schildwall könnte natürlich für die Flussraubzüge noch ganz interessant werden. Die Besatzung wird gemeinsam mit jedem die Schilder heben, wenn du das Kommando über das Langschiff hast. Das könnte schon ganz gut werden, weil das wird vielleicht auch ein bisschen schwieriger dann am Fluss, ne? Wenn wir da müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen gerüstet sein. Ich würde das einfach mal nehmen erstmal. Dass wir die und unsere Mannschaft ein bisschen schützen, wenn wir die Flussraubzüge machen. So. Inzwischen sind wir auch Stufe 133, Wahnsinn. So, alle 5 Scherben haben wir. Und die Schatzhortkarte will ich mir nochmal anschauen. Ach Mensch. Das ist doch hier unsere Insel. Und da irgendwo zwischen den den Steinen ist ein Schatz. Ach nee, das ist ein See. Das ist ein See. Das ist Land. Hier ist Wald. Hier ist Wald und da ist ein See und da soll das sein. Zwischen den Steinen. Das könnte ja... Naja, wenn wir einige sehen. Das könnte da sein. Das könnte bei den Feenteilchen sein, aber es wirkt eher... Das könnte zum Beispiel auch hier sein. Ne, hier oben glaube ich nicht. Also entweder der oder der See. Mal auf die Karte gucken, wie der See geformt ist. Der ist ja schon ein bisschen länglich, ne? Mit so einer Zacke hier drin. Na, das ist doch relativ markant. Mit dem Zacken hier. Mit einem Zacken. Haben die alle nicht. Na super. Weder der eine noch der andere See. Der hier vielleicht. Guck mal, das ist doch diese Zacke hier. Das ist wahrscheinlich der hier. Da gehen wir mal hin. Bevor wir das mit Cassandra machen, holen wir uns nochmal den Schatz. Und dann ab zu Cassandra. Muss ein bisschen Spannung aufbauen hier. Hier hatten wir die schöne Nebenquest mit den Schweinen übrigens. Falls ihr euch erinnert, als wir hier dieses komische Gebräu machen mussten. Diese tolle Quest, wo wir nachts auf Nacht warten mussten, weil wir irgendwelche Glühwürmchen fangen mussten und ich das nicht gecheckt habe. Genau die war das. So, wir machen uns mal eine Markierung für den See, damit ich jetzt auch nicht falsch reite. Das muss ja irgendwo da sein. Irgendwo zwischen den Steinen, wahrscheinlich da. Das heißt, wir müssen hier nicht da. Ich weiß gar nicht, was gab's denn aber bei diesen Schatzdingern? Gab's irgendwelche Ausrüstungssachen oder gab's Tattoos oder irgendwelche Artefakte? Ich weiß das gar nicht mehr. Wir haben ja ein paar Schatzhotkarten schon gemacht. Nee, es gab irgendwelche kosmetischen Sachen, ne? Wir haben irgendwas für unser Schiff bekommen. Ja, guck mal, das sieht doch gut aus. Da zwischen den Steinen wird's wohl sein. Oh, das reimt sich sogar. Toll. Mal schwimmen bitte. Guck mal, hier können wir was plündern. Das ist es doch schon. Na, dann haben wir's. Die Segel der Medusa. Oh, das ist ja mal das Segel der Medusa. Oh, das sieht cool aus.
Nett. Und schaut mal, wie das aussieht, wenn man alle Sachen bekommt. Dann kriegt man so einen goldenen Rahmen drumherum. Das finde ich auch cool. Okay, auf zur Hauptfest. Wir wollen zu Cassandra. Wir wollen schnell reisen nach Hunagladaya. Hunagladir oder Gladaya. Diese alte Aussprache, echt schwierig. Hier darf mich niemand sehen. Aber wir dürfen immer in die anderen. Nee, Tarn nicht, aber Pferd. Muss dann da hoch. Da bin ich jetzt mal gespannt, was jetzt passiert. Also ich gehe davon aus, dass Cassandra auf jeden Fall wieder auftaucht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das Ganze jetzt wirklich alleine machen und Cassandra jetzt einfach weg ist. Das wäre völlig untypisch. Ich würde schätzen, wir kriegen auf jeden Fall noch einen Kampf. Ach komm, wir lassen uns überraschen, oder? Spekulieren hilft ja jetzt nichts. Wahrscheinlich zieht sie da auch schon jetzt. Na, mach mal die Fackel an, ne? So. Ah, ne, sie steht da nicht. Okay. Wäre jetzt meine erste Vermutung gewesen. Dann setzen wir mal ein. Welch seltsamer Ort. Wer hätte gedacht, dass es auf der Nebelinsel so etwas gibt? Die Fackel, die nicht brennt, will eine neue Fackel haben. Ah, scheint gerade ein Bug zu sein, okay. Wir haben zwar die Fackel Licht, aber die Fackel brennt nicht. Okay. Hier gibt es eine ganze Menge. Ah, jetzt! Eine ganze Menge Eisen und eine ganze Menge zu plündern. Aber Cassandra bist jetzt noch nicht aufgetaucht, ne? Erst hier geht's wieder raus. Also für die Opalinsel auf jeden Fall. Also wie viele Opale wir hier eingesammelt haben auf der Insel, habe ich glaube ich im ganzen Spiel noch nicht eingesammelt. Jo, das wird auf jeden Fall noch ein bisschen größer hier. Mit Gift. Na wunderbar. Haben wir jetzt also die spannenden Sachen. Okay. Was haben wir noch hingekriegt? Das Band habe ich gar nicht gesehen. Cool. Ist hier irgendwo noch woanders hin? Nee, ne? Ja. Okay, da sind auf jeden Fall mal Gegner da oben. Da hinten irgendwo. Wir müssen da eine Treppe rüber. Wo kommen wir denn da hin? Hinten durch oder wie? Oder tauchen? Klettern ist nicht, ne?
Also die Zacken verhindern das ja auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen tauchen gehen, aber kommen wir dann wieder hier hoch? Also du für den Fall das? Ja, okay. Dann gehen wir tauchen. Oh, wir haben schon wieder Quallen. Natürlich. Und ich wette, wir kriegen... Da können wir... Ja, perfekt. Wir kriegen Schaden von dem 100 Pro, ey. Wir tarnen uns mal, genau. Oh, was ist das denn jetzt hier? Okay, die beiden können wir schon mal ausschalten. Uff. Töte die verfluchten Dorfbewohner. Die sind ganz schön stark, oder? Steht zusammen, lass keine Räume. Okay, das war gut. Das war super für uns. Das hat sehr, sehr leicht gemacht. So, jetzt müssen wir hier irgendwas bewegen, na wunderbar. Das ist doch ein... Oh oh. Aufgepasst! Da kommen noch mehr! Ich wusste doch, dass Cassandra uns nicht alleine lässt. Ich hatte alles im Griff! Ist das so? Für mich sah es aus, als wärst du fast aufgespießt worden. Ich kann mich selbst verteidigen. Du hättest nicht kommen. Gib's zu. Du hast mich vermisst. Lass es mich anders sagen. Du hättest nicht kommen sollen. Ich weiß, dass meine Anwesenheit die Lage schwieriger macht. Diese Leute greifen mich nur deinetwegen an. Ich weiß, ich weiß. Können wir darüber reden, nachdem wir sie getötet haben? Ich hätte dir sagen sollen, dass meine Anwesenheit das Artefakt erweckt hat. Es tut mir leid. Und ich weiß, dass es durch meine Anwesenheit schwierig... Ich fühle mich gut. Schwieriger? Niemand würde versuchen, mich zu töten, wenn du nicht hier wärst. Ich weiß. Aber glaub mir, du wirst meine Hilfe brauchen, sobald wir beim Artefakt sind. Diese Leute sind nichts gegen seine Macht. Ich werde dich nicht los, oder? Keine Sorge, ich wachs dir schon noch ans Herz. Ich habe solche Vorrichtungen schon einmal gesehen. Ich sorge für Licht. Du lenkst die Strahlen auf die Platten bei der Tür. Was bitte? Sie sorgt für Licht. Du lenkst die Platten. Okay, halt. Was muss ich jetzt machen? Achso, auf die Platten bei der Tür. Wie machen wir das denn jetzt? Wo sind die Dinger denn? Warte mal. Muss ich die bewegen hier oder was? Damit kann ich doch jetzt nichts machen. Ach so. Ach, warte mal. Ah, warte mal. Doch. Ich kann das von da oben und da drauf leiten. So. Ah ja, verstehe. Okay. Ja, komme ich da jetzt nicht hoch, oder wie? Doch.
Perfekt. So, jetzt müssen wir noch mal was machen, oder? Achso, oder müssen die Platten da drauf sein? Warte mal, finde einen Weg, die Tür mit dem antiken Mechanismus zu treffen. Oder müssen wir die gar nicht mal... Müssen wir das auf das hier leiten, hier unten, auf die, auf das, auf diese komischen, auf diese Platten hier unten. Eins erledigt, bleibt noch eins. Ja, okay. Alles klar. Das war das so gemeint. Da hinten ist das nächste Licht. Das heißt, das hier muss dann auch auf die Tür von da ganz hinten. Ich kann sie also bewegen, verstehe. Ja, aber wie kriegen wir das jetzt auf die Tür? Das hat uns doch... Ah! Ah! Okay, es ist so bewegt, dass das da drauf ist. Oh Gott. Okay, und jetzt? Da drauf? Da! Es öffnet sich! Endlich! Okay. Warte doch auf mich! Diese Töpfe und Waffen sind sehr seltsam. Die sind aus meiner Heimat. Was machen sie denn hier? Es ist nur ein Trugbild vom Artefakt verursacht. Oder von deiner Anwesenheit. Ich muss gleich mal das Taschen raus. Was für ein Moment. Es sind Phalanxianer. Mensch. Alte Griechen. Unsere Vorfahren. Mensch. Guck mal, schöne Schilder haben sie. Fast so schöne Schilde wie unser Schild. Sehr berührender Moment hier. Mal gucken, was wir bekommen jetzt. Ein Phalanx-Speer vielleicht? Diese Maske sieht besonders aus. Ich habe schon unzählige dieser Masken von Kultistengesichtern gerissen. Ich weiß, dass es Trugbilder sind. Aber all diese Dinge aus meiner Heimat? Ich habe keine Heimat. Nicht mehr. Hallo. Sammle das Artefakt ein, na, dann machen wir das doch mal. Oha. Und sie bleibt jetzt da? Können wir. Warte mal, lass uns sie mal ansprechen, bevor wir das machen. Ah, können wir nicht. Sie bleibt da sitzen und wir sammeln das Artefakt ein, okay. Das ist die Adler gewesen, mit Sicherheit. Phoebe. Und schon. Muss man wahrscheinlich sagen. Hätte man mal... Oh. Oh. Yeah.
das hier? Behalt es. Gib's ruhig zu. Wir arbeiten gut zusammen. Du bist gar keine so schlechte Weggefährtin. Nur Befehlen folgen kannst du nicht. Etwas Nachsicht, bitte. Ich habe schon lange nicht mehr mit jemandem zusammengearbeitet. Ich weiß gar nicht, wie lange. Das ist sicher einsam. Ja, manchmal schon. Doch das ist der Weg, der mir vorbestimmt ist. Wie auch immer, ich sollte los. Es tut mir nicht gut, so lange an einem Ort zu verweilen. Danke für deine Hilfe. Vielen Dank. Warte. Wir Nordleute feiern unsere Siege. Und da du auch ein bisschen geholfen hast, warum trinkst du nicht noch etwas mit mir? Ich weiß nicht. Es ist nicht gut, wenn mich zu viele Leute sehen. Wenn alle genug trinken, wird keiner mehr wissen, dass du hier warst. Na gut. Was soll schon passieren? Kopfschmerzen vielleicht, wenn es ein gelungener Abend wird. Sehen wir uns im Langhaus im Kialtara Glen? Ich werde da sein. Diese Kugel, Koji oder allgemein, wenn ja noch, wenn AC-Erfahrene noch da sind, die gab's doch auch schon in. Die gab's doch auch schon in Origins, oder? Die Kugel habe ich auf jeden Fall nicht das erste Mal gesehen. Okay, wir haben auf jeden Fall neue Fertigkeitenpunkte. Und wir wollen Cassandra treffen. Gucken wir uns einmal die Fertigkeiten an. Genau, wir bleiben hier oben in dem Baum. Und ich würde tatsächlich sagen, wir gucken, dass wir jetzt, also das finde ich wirklich nicht so doll hier. Iduns Herz. Perfekte Parade haben wir schon. Schildmeister, weiß ich nicht, finde ich nicht so geil. Doch! Ich meinte doch schon, oder? Also ich meine schon. Ich hätte jetzt gesagt ja, aber ich mag mich auch täuschen. So, wir wollen jetzt auf jeden Fall noch eine Kleinigkeit trinken. Das ist der Ehenapfel, eine mächtige Waffe. Ja, doch. Das ist ja, ne? Und den gab's doch auch schon in Origins.